Also ich glaube, für alle, die... Das Gute ist, es ist nicht toxisch, ne? Das ist für mich immer ganz wichtig. Aber wenn ihr das... Boxen die Typen ab und stehlen ihr Boot? Wir holen uns auf jeden Fall ihr Boot. Ob es zum Kampf kommt, liegt an ihnen. Hoffentlich sind das nicht zu viele. Du, keine Sorge, Jesse. Das sind Hunderte. Keine Sorge. Das ist wahrscheinlich wieder ein ganzes Krankenhaus voll. Also für alle Leute, die es mögen, für die wäre es wahrscheinlich nichts, hier zuzugucken. Und auch mit dem Chatten. Aber eine Sache muss ich wirklich mal sagen. Der Aktenordner ist ganz schön leer. Hier ist alles zerstört. Na sowas. Alles gut, Amis. Mach einfach Chat aus oder lass dich nicht ärgern. Dass die Leute, weißt du, die Leute, solange immer keiner beleidigt wird und das nicht toxisch ist, ist das für mich in Ordnung. Ich mach das ja auch. Und ich hab da auch Spaß. Für die Leute, die es mögen, wie gesagt, macht einfach aus den Chat oder guckt später bei YouTube oder so. Lasst euch davon nicht ärgern. Wenn ihr das mögt, dann ist das vollkommen okay. Hier. Hab's. Na los. Upsi, sorry. Jela, komm. Ich komme. Brauchst du Hilfe? Nein, ich hab schon. Mutter macht ein paar Zicken. Scharfschütze in Sektor 12. Ich wiederhole, Scharfschütze beim Yachthafen. Vermutlich ein Eindringling. Alle nahen Einheiten melden. Over. Shit. 4-4. Bringt die Landebrücke zum Yachthafen. Der Rest von euch bleibt hier und wartet auf Befehle. Was zur Hölle? Wir sollen hier warten, während unsere Leute abgeknallt werden? Wir haben Befehle. Wir haben mehr als genug Leute für einen Scharfschütze. Das hört sich nach Tommy an, ja. Aber schön, dass man von ihm noch... Jesse! Jetzt lass mir doch mal das Seil, bitte! Hey! Jetzt sei doch nicht so ein Egoist! Doch, darf ich das, Tino? Möchte ich aber nicht. Scheiße. Den Bogen und schießen aus dem Boot. Gott, er ist alleine. Hierdurch kommen wir zum Yachthafen. Nein, wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört, sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir und einfach... Wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Scheiße, nochmal. Wenn wir Tommy helfen wollen, dann müssen wir Abby folgen. Wenn du das machst, rette ich dich nicht nochmal. Ich hoffe echt, du schaffst es. Ja gut, damit sind dann die Dialoge auch wieder hin. Der Motor läuft jetzt wieder. Auf der anderen Seite. Verstanden. Basis, wir Einheit Gamma. Vier Soldaten sind zum Yachthafen ausgerückt.
Und jetzt? Hey, wir können Schalldämpfer bauen. Cool. Vielleicht können wir die Leute mit dem Schalldämpfer bewerfen. Ja. Ich darf hier nicht rüber. Siehst in die Richtung! Ich hab sie! Hier drin! Ich hab keine Ahnung, was Ellie da gemacht hat. I don't know. Okay. Machen wir alles nochmal von vorne. D
Mach sie fertig! Nagel sie fest! Im Wasser! Durchsucht das Einkaufszentrum. Schnappt sie euch. Oh, Scheiße. Wir haben sie! Hier drüben! Ich hab so keinen Bock auf diese Kämpfe. Die sind so bescheuert, Mann. Oh, sind die bescheuert. Entweder haut Ellie immer sonst wohin und pükert da mit ihrem Zahnstocher rum. Es ist einfach so blasen. Oh Gott. Oh. Da ist das Mensch! Wie konnte sie entkommen? Durchsuch das Einkaufszentrum. Findet sie, schnell! Die Schwierigkeit ändert daran nichts. Meine. Oh Gott. Sie versteckt sich da. Wo ist sie hin? Sie muss hier irgendwo sein. In diese Richtung! So gut, dann haben wir das auch. Es müsste eigentlich nur noch die Dame oben sein. Ich vermisse eigentlich schon die Klicker. Bloater, Runner, Stalker. So ein bisschen. In Ordnung!
Eve! Alter, Ellie! Hauptsache, sie läuft durch ihn durch. Hauptsache, sie läuft durch ihn durch, ey. Oh. Okay. Haben wir eigentlich für die Schrotflinte noch Munition? Hier schon. Keiner von denen hat Munition. Die laufen alle mit leeren Waffen rum. Wo ist er denn? Oh, oh. Gefunden! Hier drüben! Oh, shit. Aua. Er müsste noch unten sein, oder? Irgendwie? Mag er zweimal mit der Schrotflinte angeschossen. Sein kompletter Bauch ist voller Blut, aber er ist noch. Er macht noch. Er macht noch, Chad. Er macht noch. Hm.
Okay. Boot. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden, das wir bauen können. Na dann mal los. Oh, entspann dich. Bitte, bitte. Bitte geh durch. Warte mal, wie ist der Außenborder noch nicht kaputt? What? Okay. Und wozu haben wir uns jetzt das Boot besorgt? Hätten wir doch zu Fuß gehen können. Na gut. Ist das so? Oh Gott, der ist so schwer. Oh, nice, endlich mal wieder ein Zettel. Zur Abwechslung. Endlich mal wieder ein Zettel. 70, 12, 64. Hierhin. Hm.
so. Moinsen, Magger. Zufälligerweise steht das Helm nicht auf dem Boden. Nee. Die wussten damals schon. Okay. Safety first. Oh. Los geht's. Ernsthaft jetzt? Komm schon. Geschafft. Ich hab also nicht mal im Entferntesten noch Sinn. Nee, nicht Sinn, sondern Bock, gegen irgendwen zu kämpfen. Ich hab keine Lust mehr, gegen irgendwen zu kämpfen. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Wieso? Da ist eine Kette, wir können aussteigen. Oder was? Das ist doch bestimmt bloß wie der Fuß hoch, oder? Na klar. Da siehst du. Da ist easy. Ah nee, wir müssen oben noch was lösen. Okay. Wie soll ich das denn bloß aus der Kette rauskriegen? Ja, da tüdeln wir irgendwie den Draht dran und dann geht das schon.